Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Starfield. Mein Name ist Mark Smile und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gameplay. Wir sind dabei letztens stehen geblieben, dass wir, oder war es gestern? Gestern Nacht, dass wir diese Besorgungsaufgaben erledigt haben. Können wir mal kurz ins Quest-Menü reingehen und wir machen jetzt nämlich unsere ein kleiner Schritt Mission. Begibt dich zur Loge. Mit im Distrikt, wie hieß der nochmal? Mars Distrikt. Da begeben wir uns jetzt hin und geben erstmal das Artefakt, glaube ich, ab. So, es ist an der Zeit, würde ich sagen. Na, so, das haben wir. Mars Distrikt, genau, Mars Distrikt. Da gehen wir jetzt mal hin. Bestätigen. Fahren wir mal los. Dispersion, Field Office, da müssen wir hin. Oh, Trident, Luxus Lines. Universal of Light. Das ist aber auch schön, du, ne? Stell dir mal vor, da gehst du hin. Wir kommen da irgendwann mal hin. Ist doch egal. Wen kümmert das schon? Diese Grünanlagen sind das Herz des Geschäfts des Drittes. Und wenn sie rein sind und gedeihen, tut es auch New Atlantis. Ich bin nur wegen der Kohle hier. Wegen der Kohle hier. Du wirst es schon noch sehen. Warte nur. Viel Spaß im Garten. Dann bin ich eben Gärtner. Hallo? Ich wollte gerade mit dir reden. Entschuldigung. Und du? Neuling. Besser als arbeitslos. Ja, das stimmt immer. So. Wir gehen mal gucken. Es ist einfach schwerer, in Kontakt zu bleiben. Ich habe ewig nicht mit meinem Vater geredet. Was der wohl treibt. Hi. Ich hoffe, es gefällt dir in New Atlantis. Hallo. Hallo. Dieser Blick und dann so. Hallo. Naja, so. Wir müssen aber runter. Nicht da hoch. Wir gehen mal da runter. Und laufen mal in die Richtung. Ich guck mal. Ich wünschte, die Barkeeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Danke für die Info. Wahrscheinlich wieder ein Auftrag. Dann haben wir alles, um uns auf einer brandneuen Welt einzurichten. Du, können wir dann aufbrechen? Ein letzter Drink? Oh Gott, ja. Kolonistin, hallo. Eine eigene Heimat. Aufregend und furchterregend. Was war das denn gerade? Habe ich mich verhört? Nein. New Atlantis ist echt. Wie läuft's? Sauber. Oh, hey, was gibt's? Ja, oder? Ich könnte es verkaufen. Was mich interessieren würde auch, liebe Leute, die Grafik, ne? Das ist so die Anzeige. Skalierung der Renderauflösung. Besteht die prozentuelle Auflösung, die vom Spiel berechnet werden soll. Verringert den Wert, um die Leistung zu verbessern. Wenn wir auf Standard, vollkommen auf Standard umstellen. Das war nämlich so. Jetzt können wir mal wieder zurück. Ich will's behalten. Ist ein gutes Gesprächsthema. Es läuft etwas flüssiger. Chance verkürzen deine Lebenszeit um Jahre, ich sag's dir. Ja. Eine Woche lang schlecht. Und du? Je peux vous aider? Oh, Franzose. Oh. Oui. So, wir gehen mal darüber. Ja. Business Skills schärfen? Ryujin stellt die klügsten und besten Köpfe von heute für morgen ein. Jetzt noch nicht. Bewerb dich ganz einfach am nächsten
Automaten. Okay, ich bin ja am nächsten Automaten schon bereits. Bewerbung. Willkommen im Bewerbungsbereich vom Ryuin Industries. Um deine Bewerbung einzureichen, musst du alle Fragen beantworten. Arbeite. Über uns, was macht ihr denn überhaupt? Unser Ziel heute ist, das beste Quality of Life Technology vom Morgen anzubieten. Seit seiner Gründung ist Ryuin Industries im technologischen Bereich führend. Wir streben nach permanentem Fortschritt, denn es gibt immer Raum für Verbesserung. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Aber natürlich, ich habe doch gesagt, oberstes Ziel. Unsere Tochterunternehmen, Arboron, Drohne, Dions Drohne Ring, Dank Valentia. Okay. Wir können uns mal bewerben irgendwann mal, aber wir müssen erstmal den einen Auftrag jetzt hier weg. Vielleicht auf dem Rückweg, ne? Können wir ja vorbeigucken, ist ja nicht so. Als wäre der Automat weg. Implicit District, okay. Wir laufen mal dahin. Was haben wir denn hier? Hallo, mein Herr. Ich will nie woanders leben. Ich hoffe es. Wow, hier ist auch nochmal so ein Roboter. Sicherheitsroboter-Mode. Ach so. Lens Park, Kalni Peliki, Wilbiplan, Dimes, Florian, Rodik, Brat, Trajan, Bongcha, Clara, Franziska, die Titina und so weiter und so weiter. Cairo, Buke, Kolumin, Behin, Usiki, Paul, James, Birgit, Christian, Map, Elias. Oasis. Ich bin doch nicht kriminell, aber was ist los mit dir? Können wir hier die Kerzen anzünden? Die sind schon an. Okay, das Ding brennt. Ah. Guten Tag. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltall? Dann werde bloß nie wie diese Spacer. Wir sind der Abschaum der Galaxie. Ich bin ganz nett eigentlich. Überall Security immer, überall Polizei. Guten Tag. Eigentlich gar nicht, ich wollte nur guten Tag sagen. Und weiterlaufen. Oh, jetzt bin ich ins Wasser reingelaufen, sorry. Ah, das ist so riesig, ey. Ich war gestern noch in der Unterwelt, ne? Oh meine Güte, ey, wie das gemacht worden ist. Glaubt ihr nicht, das müsst ihr mal gesehen haben. So genial. So, jetzt gehen wir mal darüber. Am besten, so, warte mal, ja. Da. Da wären wir. Die Loge hier. Die Tür sollte sich öffnen, wenn Sie die Ruhe daran halten, die Barrett Ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Mhm. Sie warten drinnen auf uns. Okay, dann gehen wir mal rein. Jetzt halten wir mal die Dings dran und gucken, was passiert. Captain, es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Mhm. Die Schränke können wir leider nicht aufmachen, aber... Warte mal. Ist das denn uns möglich? Alien-Zellenanzeige? Zähleranzeige, okay. Zellenanzeige, sag ich schon. Okay. Flenskin hier. Was ist das für ein schönes Ding? Ach, der stand doch gerade da. Oder? Nee, war das das Flenskin?
Ein Satellit oder sowas ist das, ne? Möglicherweise. Schüssel. Aber da steht ein Name drauf. Apollo. Ist das die Apollo 13? Nee, oder? Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken im Internet. Später mal vergleichen. Ich mache mal ein Foto. Ne? So. Jetzt gehen wir mal rein. So. Wir haben wohl Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Liebe Leute, muss mal kurz hier die Katze raus. Springt mir immer auf die Tastatur. So. Piratenangriff parat, haben mich gebeten, euch das Artefakt zu bringen. Barrett hat mich. Was haben wir denn hier? Ist egal. Wer bist du denn eigentlich überhaupt? Sarah Morgan, Vorsitzende der Constellation. Alles, was du mit Barrett besprochen hast, geht mich also etwas an. Beantworte bitte meine Frage. Ich muss nichts beantworten. Ich will erstmal wissen, wer ihr überhaupt seid, ihr denn? Okay. Wir sind eine private Erkundungsorganisation. Primär erforschen wir das All, aber auch Anomalien in den besiedelten Systemen. Mhm. Unsere Arbeit ist gefährlich. Wenn also einer von uns nicht wie geplant auftaucht, dann haben wir natürlich Fragen. Apropos, wo ist Barrett? Warte mal. Barrett? Barrett. Was soll ich dir denn sagen? Piraten haben ihn umgebracht. Nein, das ist egal. Ich habe euer Artefakt. Nee, wir wurden von Piraten angegriffen und dann hat er mich gebeten, und euch das Artefakt zu bringen. Außerdem wurde er verfolgt von denen. Die haben gedacht, da wäre was Wertvolles im Schiff drin, aber ich konnte sie davon überzeugen, nachdem ich ihre halbe Mannschaft ausgelöscht habe, dass da nichts im Schiff drin ist. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Billigminer? Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Natürlich. Es war schrecklich. Ich war einfach weggetreten. Ich habe nur noch ein helles Licht und Musik gesehen. Aber bevor ich dir das erzähle, will ich gerne mal wissen. Ist es denn schon öfters passiert? Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Ich erzähl dir die Geschichte. Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cautry. Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen.
Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Bitteschön, ich leg's jetzt auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott, das ist es. Sie reagieren. Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Das beweist, dass... Atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Mhm. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cautry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Das wäre so. Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Okay, sie möchte, dass ich jetzt der Constellation beitrete. Okay, ich bin dabei. Wie geht das jetzt weiter? Warte mal. Was wisst ihr denn über die Artefakte erstmal? Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Ich soll eurer Constellation beitreten? Was würde das denn für mich heißen? Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Okay, dann bin ich dabei. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Oh. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Das werde ich. Aus dem Staub gemacht. Zum Öffnen der Xbox. Ach so, Steuerung. G. Willkommen beim Nennen. Alles höre. Klar. Moment mal, liebe Leute. Okay. Jemand hat mit mir gechattet. Xbox Team. So, ein kleiner Schritt, okay. Das können wir uns aber später mal angucken, ne? Ah, hier sieht man auch, oh, ist cool, hier sieht man die Leistung. GPU, 72%. Ja. CPU wird kaum genutzt hier für diese ganze Geschichte. Hey, warst du in letzter Zeit mal auf dem Auge? Ich war schon länger nicht oben. Ist alles okay? Ach, ich weiß nur einfach nicht, wie er das macht. So lange da oben alleine zu sein. Ja, manche Leute lieben den Freiraum. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Ich muss mich noch ein bisschen eingewöhnen. Ich verstehe das. Du hast viel durchgemacht. Oh ja. Richtig einfach. Das mache ich. Definitiv. So, jetzt reden wir erstmal mit der. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte, meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Das würde ich auch gerade sagen. Ich bin Noelle. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Immer wieder gerne. So, hier haben wir ganz schön, Sarah hat was von einem Zimmer für mich erzählt. Du willst also eine Weile bleiben?
Gut. Warum denn nicht? Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Ja. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung.